Wermelskirchen TV im Talk. Heute mal mit einer Band, und zwar Nijusan aus Wermelskirchen, die ihr 10-jähriges Bandjubiläum feiern. Und wo können Sie das natürlich besser tun als hier im Bahndamm? Und stellt euch eben kurz vor. Ja, ich bin der André, ich spiele Gitarre und mache Backgroundgesang. Bin 27 Jahre, glaube ich, ja doch. Ja, ich heiße Michele Maggio, bin Bassist und Backgroundgesang und jetzt muss ich mein Alter sagen, ich bin 28 Jahre alt. Hi, ich bin Dominik Boba. Boba, Spitzname, macht den Gesang und bin 33 Jahre alt. Guten Abend, ich bin der Nils, ich bin der Jüngste, ich bin 24, spiele Schlagzeug und kein Backgroundgesang. Hallo, ich bin der Pixie und mein Alter geht euch gar nichts an. Ja, wunderbar. 10 Jahre, das heißt, gibt es noch Original-Bandgründer hier bei euch? 2 Stück, mich und Pixie. Wir haben damals mit Nijusan angefangen, hatten vorher noch 2 andere Bands, in denen wir zusammen gespielt haben. Das war einmal Appendix, danach gab es Barbed Wire und ja, schlussendlich sind wir dann irgendwann bei Nijusan gelandet. Und ich sag mal so, der André ist dann noch der drittälteste, der dabei ist. Der kam dann kurze Zeit später, also beim 2. Album war der André dabei. Michele dann auch, war zwischendurch weg. Und Monchi ist das jüngste Mitglied der Band. Ja, genau, das Nesthäkchen. So, ganz kurz, der Name, kann da irgendeiner von euch was zu erklären? Wenn ihr gefragt werdet, was ist der Name oder wo kommt der her? Das werden wir tatsächlich relativ häufig gefragt. Und der Hintergrund ist einfach der, wir mussten uns damals einen Bandnamen suchen. Und Pixie und ich, klar, Gründungsmitglieder, wir waren damals so ein bisschen auf Verschwörungstipp. Also Illuminaten, hier nicht und da nicht. Und, Lange bevor das populär wurde. Ihr wusstet es vorher schon, Jungs. Unglaublich. Ja, und auf jeden Fall hatten wir dann zuerst 23 überlegt. Wäre aber ein bisschen einfach gewesen, nur 23. Deswegen haben wir uns gedacht, so, was heißt denn 23 auf Japanisch? Und da sind wir zu Nijusan angekommen. Warum wir Japanisch genommen haben, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr. Ja, Punkrock ist einfach die Geschichte, die uns alle irgendwie verbindet. Also wenn man sich seine Haare ansieht oder uns insgesamt, sieht man schon, wir sind alles unterschiedliche Typen und mögen unterschiedliche Musik. Und Punkrock ist immer der gemeinsame Nenner gewesen. Zum einen wegen der Politik und zum anderen, weil in der Zeit, als wir groß geworden sind, in den 90ern die Hosen und die Ärzte, halt die Bands waren, wo man reingekommen ist. Und dann gab es eben, wenn man ein bisschen tiefer geguckt hat, in die unteren Ligen, geile Bands wie Wieso und Wohlstandskinder und Planlos. Battle Life. Misfits, auch nicht, auch wenn es nicht deutsch ist, tut mir leid, aber dadurch haben wir uns kennengelernt. Zumindest hier aus Wermelskirchen. Stimmt, Skin of Tears, sehr prägend. Auf jeden Fall. Also Skin of Tears war ja eine legendäre Band, die hat euch auch inspiriert? Also mich auf jeden Fall. Zumindest vom Gitarrenspiel her habe ich mir da schon oft Inspiration geholt. Ja, Skin of Tears war mein erster Anlass, in den Bahndamm zu kommen. Genau, war auch mein allererstes Konzert überhaupt. Skin of Tears mit Toxic Green Epix in hier und wann, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber man kann es gar nicht fassen, 10 Jahre ist ja wirklich ein biblisches Alter für so eine Band, oder? War das gerade ein Abzug oder so? Ja, 10 Jahre schon eine Nummer für sich, aber es ging ratzfatz um, die Zeit geht schnell um, aber es war einfach immer wieder toll. Es ist immer noch schön wie beim ersten Tag, eigentlich auch. Also man muss dazu sagen, es ist ein schöner Ausgleich vom Alltag, sag ich jetzt mal. Also wenn du eine ganze Woche arbeiten gehst oder so und dann am Wochenende raus kannst, im Bergwerk mal lochen. Nein, dann ist es halt schön. Erstmal haben wir halt jetzt zum Schluss das Glück gehabt, dass wir halt auch viele Konzerte weiter wegspielen konnten durch unsere Plattenfirma. Das ist natürlich schön, wenn du am Wochenende ein bisschen rumreisen kannst, was von Deutschland siehst, von den Städten, teilweise Österreich noch dazu. Und ansonsten bei den Proben ist es natürlich auch super. Du triffst halt deine Freunde wieder, machst Blödsinn, kannst ein bisschen die Sau rauslassen. Ist halt ein guter Ausgleich zum Alltag. Viel Blödsinn. Ja. Ganz, ganz viel Blödsinn. Ja. Nix. Man kann immer noch schön jung bleiben, auch wenn man, ich sag mal, wie
ein bisschen älter ist. Ja, sorry. Aber das ist euer Riesenstichwort. Zum 10-Jährigen habt ihr hier diese wunderbare CD rausgebracht. Dystopia heißt das, oder? Dystopia, genau. Und das ist sozusagen euer, wie soll ich sagen, euer, eure Mitteilung für die 10-Jährigen, oder habt ihr das aus anderen Gründen aufgenommen? Weil es wieder Zeit war. Die letzte Platte ist, Studioplatte ist von 2007. Da war es mal wieder Zeit. So ist es. Das ist unser aktuelles Machwerk, was wir hier haben. Wir sind natürlich jetzt momentan im Proberaum auch dabei, wieder neue Lieder aufzunehmen. Nicht aufzunehmen, aber zu schreiben. Und ja, das ist halt das, was wir halt momentan so unser aktueller Stand ist. Wer schreibt denn die Songs bei euch? Ja, also grundlegend ist es so, dass die beiden Gitarristen, also Pixie und ich, eigentlich mit einer Grundidee in den Proberaum kommen. Das heißt, die Musik steht eigentlich grundsätzlich vor dem Text. Da wird es halt ausgefeilt, ein bisschen rumarrangiert. Jeder bringt sich ein, was halt relativ cool ist, weil wir alle aus, wie gesagt, unterschiedlichen Stilrichtungen kommen. Kommt halt so ein bunter Mischmasch zu raus. Wie jetzt zum Beispiel unser Drummer kommt eher aus dem Metal-Bereich, der Pixie eher aus so einem Classic-Rock, sag ich jetzt mal, und so. Das ist halt eine wilde Mischung und dadurch entsteht halt das Arrangement und dann später wird der Text draufgeschrieben, was dann eher Boba oder Pixie machen. Jetzt sind wie viele Songs drauf? Wenn ich das richtig sehe, sind da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Songs drauf, richtig? Nein, 6 Songs, die sind alle selber komponiert? Ja. Das bedeutet aber auch, den Text, den denkt ihr euch quasi zusammen aus, wie wir gerade gehört haben? Ja, also das sind einfach Sachen, die uns beschäftigen und ich muss mal sagen, so früher war das so eine Art Therapie, dass man halt so Sachen, die einen beschäftigt haben, halt runtergeschrieben hat, um das Ganze zu verarbeiten. Mittlerweile, das ist zwar immer noch so, aber man schreibt auch dann andere Sachen, also nicht, nicht Sachen, die einen persönlich betreffen, sondern halt, wo man Interesse dran hat. Also das ist alles querbeet. Jetzt lese ich hier, da ist ein Song drauf, der heißt Wermelskirchen, ist das richtig? Oh ja. Genau. Also der ist eigentlich aus Spaß entstanden. Und zwar ist es halt so, wir haben eben gehört, dass zuerst die Musik steht und dann meistens der Text kommt. Und da wir halt bei der Probe nicht nur die Musik spielen, sondern auch ein bisschen dazu singen wollen, habe ich dann einfach aus Spaß mal da den Refrain, den man auch drauf hört, in den Refrain reingesungen. Und wir haben uns zuerst gedacht, so ja, nee, das ist eigentlich so ein bisschen, eigentlich nicht so unser Stil, können wir nicht machen. Aber dann haben wir uns gedacht, so okay, wir sind jetzt... wir sind Wermelskirchner, ne? Wir kommen von hier und dann machen wir auch mal ein schönes Lied über unsere Heimatstadt und ja, das ist halt dabei rausgekommen. Ich denke auch, dass es ein relativ lustiges Lied ist, was ins Ohr geht über diese Stadt. Also in Wirklichkeit hat unser Marketingmanager gesagt, dass unsere Verkaufszahlen im lokalen Bereich rückläufig sind und deswegen sollten wir mal was machen, um hier die Jugend dazu zu kriegen, unsere Platten zu kaufen. Aber auch der war betrunken. Also ich kann nur eins sagen, wir müssen jetzt einfach mal eben kurz in den Song reinhören, bevor wir gleich mit dem Talk weitermachen, damit wir überhaupt mal wissen, wovon reden wir denn hier eigentlich. Wir drei sind auf jeden Fall, also Pixie, Boba und ich, wir sind auch wirklich gebürtige Wermelskirchner. Schön von Grund auf. Ja, deshalb haben wir auch definitiv einen relativ engen Gemeinschaften- Bekanntenkreis gehabt. Ich kenne die beiden durch meine ältere Schwester etc. Das heißt, in Wermelskirchen kennt man ja eh jeden. Man musste sich irgendwie über den Weg laufen. Pixie war mein Gitarrenlehrer, irgendwie hat das so alles angefangen. Ja, Michele war auch oft in Wermelskirchen unterwegs. Ja, es hat halt alles irgendwie seine Urwurzeln hier. Seit 1873 tief im Bergischen Land lebt ein Volk, das schon für Heines Weber Pate stand. Schärfer als ein Metz aus Solingen ist unser Verstand. Wow, wow. Unser wohlgekonnter Umgang mit Personenkraftwagen ist legendär. Da kannst du wirklich echt nichts sagen. Wow, wow.
Gottes Gnade herrschen wir zwischen Europa und Rhein. Wir trinken Pech und haben Glück, ein Tellmann zu sein. Genau genommen haben wir keine eigene Plattenfirma, sondern wir haben das große Glück, bei Nixgut Records quasi unter Vertrag zu sein seit 2005. Und dass die uns da machen lassen, was wir wollen. Also die machen weder Stress noch schränken die uns irgendwie ein. Und das läuft ganz gut, die Zusammenarbeit. Also wollen wir gerade mal sagen, das ist gerade nicht wie normale Plattenfirmen eigentlich sind, oder? Richtig. Bedeutet allerdings auch, ne, so ein kleines Label hat euch quasi auch mit hochgebracht. Ist das so? Das ist definitiv so. Also bis 2005 haben wir wirklich nur lokal gespielt und sind kaum rausgekommen. Da haben wir uns noch durch unzählige Bandwettbewerbe gekämpft. Und als wir 2005 dann die ersten Platten da rausgebracht haben, da wir vorproduziert hatten, ging das dann relativ zügig mit den Scheiben. Hat es auf jeden Fall ordentlich geknallt, kann man so sagen. Ja, so, ihr habt auch einen eigenen YouTube-Channel, wie ich hörte. Genau, den haben wir halt angefangen mit ein paar Live-Ausschnitten, so ein paar Songvorstellungen, ein paar Videos etc. Einfach nur ein bisschen was aus dem Laufen zu halten. Soll auch aktualisiert werden, das heißt, man wird noch einiges da ein bisschen von uns hören. Und wie viele Klicks habt ihr so? Weiß das einer von euch? Das Video mit den meisten Klicks ist ja leider von der GEMA, glaube ich, gecancelt worden. Das waren so 86.000. 86.000 Klicks, das ist, wie Wermelskirchen TV weiß, sehr, sehr ordentlich. Und was sagt der German denn zu den Groupies? Lieber nicht so viel. Meine Freundin ist hier. Ich weiß nicht, was sagt ihr? Meine Freundin ist auch hier. Meine Freundin ist zu Hause. Ich enthalte mich der Aussage. Der Einzige, der kann, enthält sich? Was ist los? Nee, der Einzige, der kann, ist enthaltsam. Oh. Nein, war auch ein Scherz. Nein. War ein Scherz. Punkrock-Musiker ohne sowas? Geht das? Nee, das war auch ein Scherz. Wunderbar, Jungs. Also, dann... was wäre denn so, wo seht ihr euch in 5 Jahren? Glaubt ihr, dass ihr da noch Lust habt, weiter Punkrock zu machen? Wir feiern unser dickes 15-jähriges Jubiläum. Bei Kaffee und Kuchen, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich weiß es wirklich. Es kommt ja auch immer drauf an, wie es dann privat läuft. Ne? Also wir sind ja privat recht eingespannt, was halt auch unter anderem der Grund ist, wieso wir nicht mehr so viel Konzerte machen wie früher. Ich hoffe, wir werden noch einige geile Abende haben, einige super geile Leute kennenlernen, schöne Bands, unvergessliche Momente haben und einfach unser Ding machen und ja, Spaß haben. Das war ein also Top-Schlusssatz, würde ich mal sagen. Ups. Ja, liebe Leute, also ihr habt gesehen, das war jetzt die Band Nicho-san aus Wermelskirchen. Und das war sie im Talk und ich finde, wir haben tolle Sachen gehört und das war der Talk Wermelskirchen TV, Nicho-san. Au revoir. Au revoir. Ciao.